Hallo und willkommen zurück bei Subnautica. Mein Bioreaktor reaktort biologisch. Und nachdem wir den jetzt haben, überlege ich gerade, ob ich nicht draußen die anderen beiden, die ich ja eigentlich gar nicht mehr brauche, wieder abbaue. Denn ich kann die Ressourcen brauchen. Warum? Weil wir jetzt die Folge in der Cyclops einen Fabricator bauen werden, mit dem wir dann die Upgrades für die Cyclops errichten. Und ich überlege immer noch wegen da hinten. Das kommt irgendwann in den nächsten Folgen, aber jetzt nicht. Dich brauche ich auch nicht, du hässliches Ding. Sieht eigentlich aus wie ein Raumschiff, findet ihr nicht? Vielleicht war es ein Raumschiff, ich hätte nur einsteigen müssen, verdammt. Ich hätte hier weg können. Okay, was brauche ich jetzt nochmal für einen Fabricator? Moment. Kabelsatz und Computerchip, okay. Dazu fehlen mir bestimmt einige Dinge. Einen Gabelsatz, da brauche ich Silbererz und für Computerchip, ja, da brauche ich noch einiges. Das heißt, ich schaue mal nach, was habe ich denn? Ich habe ein Silbererz. Wow. Warum habe ich... Wann habe ich Lead gebaut? Ach so, ich Idiot, ich habe es gerade... vergesst das bitte. Da habe ich nichts drin, was ich brauche oder brauchen kann. Hey, ihr Fischis. Ich weiß ja immer noch nicht, ob es jetzt eigentlich von den neuen Viechern da, diesen Quallenteilen, diesen Crab, Squids oder wie die heißen, ob es da jetzt eigentlich auch Eier davon gibt. Nee, wir müssen auf jeden Fall sammeln gehen. Wir müssen sammeln gehen, Freunde. Ich überlege nur ganz kurz, was ich jetzt genau brauche. Also, ich brauche auf jeden Fall noch zwei Silbererze, zwei Tischkorallen und... Quarz habe ich auch keins mehr. Okay. So. Cyclops, bleibst du dabei hier? Ich brauche dich im Moment nicht. Ich weiß, es klingt tragisch und du bist traurig, aber finde dich damit ab. Im Moment bin ich so besser unterwegs. In meiner kleinen Brunhilde. Ich wurde übrigens in den Kommentaren darum gebeten, dass wir der Cyclops mal einen männlichen Namen geben. Und eigentlich stimmt's ja, wir haben bis jetzt jedes Schiff immer weiblich benannt. Das heißt, wir werden mal diese Tradition brechen. Nur weiß ich nicht, welcher Name jetzt passt. Vorgeschlagen wurde Hubert. Vielleicht nenne ich das Schiff auch Hubert, aber ich hätte irgendwie gern so... Ich weiß nicht, was Wortspieligeres, was auch zum Meer passt. Ist das Biom kleiner geworden oder wo sind die ganzen Felsen hin? Nein, ich bin einfach viel schneller als bisher. Da haben wir einen Quarz. Ja, ich freue mich. Und davon ist ein Fragment, aber ich glaube nicht, dass ich das noch nicht kenne. Ich schaue es mir trotzdem an. Du bist... Okay. Sonst noch irgendwo hier Quarz? Nee. Und ich finde es echt ein bisschen schade, dass der Scannerraum anscheinend... Oh mein Gott. Was wollte ich sagen? Ja, dass die Reichweite jetzt... Entweder wurde sie verringert. Oder aber wir haben einfach wirklich das gesamte Quarz im Umfeld des Scannerraums gefarmt. Sind wir echt so süchtig nach dem Zeug? Ich brauche mehr Quarz, Alter. Gib mir Quarz! Ich brauche das Zeug ganz dringend. Ich werde nochmal in den Scannerraum reingehen und hoffe, dass vielleicht doch noch ein bisschen Quarz angezeigt wird. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Mann, das nervt mich. Ich überlege gerade, ob ich den Scannerraum nicht nochmal komplett abbaue und neu aufbaue. Wisst ihr was, das mache ich. Habe ich den Platz dafür? Ich muss auf jeden Fall... Oh, ich hätte die Sachen in der Basis lassen sollen. Moment, du schaust aber auch nicht gut aus. Schweißgerät? Ich heile dich, Kleines. Ich mache dich wieder ganz. So. Dann gebe ich mal ein paar Sachen da rein. So. Okay,
Ich werde den Scannerraum nämlich jetzt abbauen. Nicht damit. Ich werde ihn einfach wegschweißen. Zuerst nehme ich dich mit. Und dann nehme ich dich mit. So. Denn ich möchte ausprobieren, ob ich das Ding jetzt eigentlich an meine Basis anpappen kann. Mann. Trotzdem brauche ich, oder brauche ich jetzt gar nicht mehr, ich könnte ja eigentlich die Sachen, die ich gerade erhalten habe durch den Scannerraum, derweil verwenden, um meinen primären Plan umzusetzen. Da haben wir noch Quarz und ein Fragment, das mir nicht neu ist. Sonst noch irgendwo Quarz? Da. Was habe ich jetzt alles bei mir? Quarz, Titan, Glas, zwei Computerchips. Theoretisch bräuchte ich eigentlich nur noch Silbererz. Ist da Silbererz drin? Nee. Ein Diamant, der um einiges größer ist als der Stein, wo ich ihn rausgeprügelt habe. Voll unrealistisch. Okay, ich glaube, da habe ich so ziemlich alles geholt. Was ist da drin? Nehme ich. Ich frage mich, ob das jetzt bleibt, dass man die Dinge aus den Steinen rausbekommt. Oh, wir haben noch eine Batterie dabei. Kupfer, gern, her damit. Batterie rein. Okay, Simov, ich komme zu dir zurück. So. Achso, das ist... Ich dachte gerade, was macht die Cyclops hier? Okay, das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall bis auf ein... Oder waren es... Ne, ein Silbererz brauche ich noch. Dann haben wir alles, weil den Scannerraum möchte ich ja... Oder soll ich zuerst den Scannerraum bauen? Ich weiß nicht. Haben wir hier vielleicht Silber? Moment. Gold? Ich glaube, in Basalt finden wir gar keinen Silber. Da gibt es nur Diamanten, Uran und Gold. Hier vielleicht irgendwo? Ein feines Silberstückchen? Ich sagte Silberstückchen. Zeig dich. Ich glaube, hier gibt es gar keine Steine. Okay. Simov, ich komme zu dir zurück. Und genieße dann deine Wärme, die du mir gibst. Da haben wir noch Steine, aber ich glaube, das ist auch alles Basalt, oder? Ja. Basalt. Basalt. Übrigens, was ich gar nicht wusste, ich habe mich ja immer gewundert, warum gewisse Fische immer auf die Simov losgehen. Die werden tatsächlich vom Licht angezogen. Das ist eine Verhaltensweise von denen. Das ist wahrscheinlich auch alles Basalt. Und ich dachte schon, die sind alle geil auf sie. Was auch logisch wäre, sie ist ja formvollendet und wunderschön. Stimmt auch Basalt. Aber ich kann einfach nicht aufhören, auszusteigen und Steine aufzuklopfen. Ich bin süchtig. Okay, wir schauen uns mal etwas nach Silbererz um. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir unter anderem hier fündig werden könnten, wenn wir uns nur richtig, richtig Mühe geben und jeden kleinen Winkel erkunden und erforschen. Aber ich glaube, ich habe mich gerade vertan und hier ist gar nichts. Mann. Dann schaue ich mal darüber.
Hallo, jemand hier? Ein Stein oder so, das wäre voll nett. Wow, das war jetzt irgendwie mutig. Ich sehe keine Steine, habe ich hier entweder schon alles abgegrast oder aber es gibt hier einfach keine. Wow, okay. Die tun mir hoffentlich nichts in der Seamoth. Doch, die tun mir was, ich komme ja nicht weg. Verdammt, ich hänge fest. Verdammt, ich hänge fest. Oh mein Gott. Was zum? Nein. Nein. Oh mein Gott. Das kann... Seamoth. Kann ich dich irgendwie... Seamoth. Da war ja gerade was. Kann ich ein Stück von dir mitnehmen? Mann. Wo ist sie? Seamoth? Wo bist du hin? Sie ist verschwunden. Ich hasse euch! Ihr verdammten Scheißviecher! Oh Mann! War da unten gerade ein Stück von ihr? Oh mein... Ja genau, jetzt fängt das auch noch an. Habe ich Heilung dabei? Oh Mann! Ma... Das darf doch nicht wahr sein! Brunhilde bestand aus Metall und das waren verdammte Nesselteile. Die können doch nicht einfach mein Metallschiff zerstören. Das ist voll unrealistisch. Mann, mir reicht's. Moment. Die Feedback, da. Wie heißen die auf Englisch? Ich will denen jetzt sagen, dass ich voll sauer bin. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Those, ich muss sie auf Englisch schreiben, weil die Entwickler sprechen, glaube ich, kein Deutsch. Nesselteile. Destroyed. My Brunhilde. Gameplay. Oh, verdammt! Nein! Ich dachte, ich muss... Ich wollte das jetzt nicht absenden. Ich dachte, ich muss nachher noch auf Senden klicken. Die werden sich jetzt auch ihren Teil denken. Oh, verdammt. Ja... Ich bin wütend. Das haben sie verdient. Diese Kritik muss sein. Oh Mann. was mache ich jetzt? Das war jetzt voll dämlich. Ich brauche Luft. Gib mir Luft. Nein, ich brauche eigentlich gar keine Luft. Ich gehe mal zurück zu meiner Basis. Oh Mann. Habe ich... Ich bin ein Trottel. Ich hatte ja meine ganze Sache in der Seamoth. Die ganzen Sachen, die ich gerade... Oh Mann. Die Folge ist so scheiße. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach neu lade. Ich weiß nicht, soll ich neu laden? Wisst ihr was, Leute? Das werde ich euch jetzt überlassen, die Entscheidung. Sagt mir mal in den Kommentaren Bescheid. Wollen wir jetzt einfach eine neue Seamoth bauen? Und verdammt, ich muss immer noch dran denken, was ich gerade gemacht habe. Das war voll dämlich. Bauen wir eine neue Seamoth? Oder aber... Soll ich laden und wir machen dort weiter, wo wir ursprünglich gestartet haben in dieser Folge. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr für einen besseren Vorschlag haltet. Ich weiß, die Folge war sehr kurz, aber ja, dämlich. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut.